Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon im Intro gesehen habt, könnt ihr euch denken, was es geht, genauso wie mit den Sachen, die jetzt so aufgebaut vor mir stehen. Ja, wie im letzten Video schon erwähnt, hat mein alter PC ja quasi den Geist aufgegeben und jetzt haben wir neue Teile bestellt und die sind tatsächlich da. Die sind direkt am gleichen Tag noch verschickt worden und am nächsten, beziehungsweise übernächsten Tag angekommen. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir das alte Gehäuse von NZXT. Und hier das Neue. Das Neue ist das Phantom 510 H510 Elite. Das ohne Elite ist ja ohne die Glasfront. Nicht hier, sondern hier. Sondern mit einem normalen Blechpanel. Von der Größe her geht das bis ATX Mainboards. Das war mir wichtig. Also, wenn wir hier stehen haben, kommen wir gleich dazu. Ja. Ganz schlicht gehalten hier oben ein Anschaltknopf, ein USB-Anschluss, ein USB-C-Anschluss und eine Audioklinke. Hier hinten sieht man 7 Erweiterungsslots, also für das ATX Mainboard. Wichtig war mir, dass ich meine drei großen 3,5 Zoll Festplatten unterbekomme. Das ist bei denen möglich. Zusätzlich kann man dann auch noch 2 SSDs verbauen oder halt alternativ 2 Festplatten und 3 SSDs, beziehungsweise 3x 2,5 Zoll. Ja, bei einer M2 sind wir noch nicht angekommen. Wir sind noch bei einer normalen SATA SSD, genau. Ja, dann kommen wir zum nächsten Teil. Da freue ich mich besonders drauf. So, und zwar haben wir hier von, auch wieder von NZXT die Kraken. Und zwar die Z63. Leider kann ich nicht die große nehmen mit dem dreifachen Radiator, denn die passt hier leider nicht rein in dieses Gehäuse, aber der reicht vollkommen aus. So, hier haben wir das gute Stück nochmal in groß. Ihr könnt sehen, zweimal um 140 mm Lüfter, also 280 mm Radiator. Und wir haben den Kühlkopf quasi mit einem Display, wo man anzeigen lassen kann, worauf man gerade lustig ist. Dann kommen wir quasi zu dem nächsten Teil, dem Herzstück von dem PC, beziehungsweise der Verteiler von dem Herzstück. Das, was bei meinem letzten Mainboard verreckt ist, bei meinem letzten Computer, ich sag schon, das Mainboard. Und zwar haben wir hier von Gigabyte das Gaming Motherboard Z490 Aorus Elite für den Sockel 1200. Ja, und hier haben wir das gute Stück noch auch mal in groß. Ja, warum das Z-Mainboard? Weil der Funktionsumfang größer ist. Ja, warum ich das jetzt extra sage mit dem Z, das seht ihr gleich dann. Ja, wichtig war mir auch wieder die Anzahl der SATA-Anschlüsse, also mindestens mindestens 6 Stück, dass ich meine ganzen Festplatten da unterbekomme. Dann haben wir 4 Rangbänke, wenn wir nicht alle belegen. Und wichtig war mir auch hier unten, seht ihr es, die internen USB-Header, dass wir da genug haben, denn ja, ich brauche da ein paar Geräte. Wer die alten PC-Videos kennt, der weiß, dass ich noch eine Erweiterungshardware habe, auch von NZXT. Ja, und hier hinten war mir auch sehr wichtig, dass wir möglichst viele USB-Anschlüsse haben. Hier haben wir 2, 4, 6, 8, 10 Stück an der Zahl, dass wir die dann ohne irgendwie in die Enge zu kommen belegen können. Ja, das ist so das Kriterium, warum ich dieses Board genommen habe. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Teil, dem tatsächlichen Herzstück quasi, dem Rechenherzstück. Und zwar haben wir hier den i7. Und zwar den i7 10700 ohne K. Der andere war um die 40 Euro teurer. 35 Euro ungefähr, je nachdem wie die Preise liegen. Habe ich nicht ganz eingesehen. Ich will ihn eh nie übertakten. Und deswegen sage ich jetzt auch gerade, ich habe trotzdem das Z-Board genommen. Weil da der Funktionsumfang einfach größer ist. Ja, auch den für euch nochmal hier in groß, die Verpackung halt. Da oben ist das kleine süße Teil. Ist tatsächlich nicht größer geworden von der Fläche her. Es gibt ja die Größe an der i9 zum Beispiel. Ist ja, glaube ich, nee, der ist auch nicht größer, der ist für den gleichen Sockel, stimmt. Aber es gibt ja diesen Threadripper von AMD, diesen riesengroß. Ja, hier ist das schöne Teil. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten neuen Teil, das ich bestellt habe. Und zwar haben wir es hier unten schön für euch versteckt. Der Arbeitsspeicher. Da haben wir von G-Skill den Trident Z-RGB. Der letzte, den wir hier drin hatten, war ja mit LED auch, ja, aber nur in Orange. Ja, und jetzt haben wir den in RGB. So, und auch der nochmal in groß für euch. Und komm raus. Ja, und zwar haben wir ein Kit von 2 Riegeln. 16 GB, also insgesamt 32 GB.
mit einer Taktung von 3200 MHz. Hier seht ihr es nochmal besser. Das hier oben ist, ich zeig's falsch rum, weil ich es auf der Kamera sehe, geil. Ja, das ist die LED-Beleuchtung, die geht hier oben über die komplette Breite. Ja, das war's jetzt erstmal zu den Teilen. Ich freue mich schon voll. Jetzt bauen wir noch ein paar Sachen aus dem alten PC aus, zum Beispiel das Netzteil ist noch drin, der USB-Erweiterungsadapter, unsere drei Festplatten. Ja, und das CD-Laufwerk, zum Beispiel DVD-Laufwerk, wird tatsächlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Warum? Es gibt einfach keinen Slot mehr dafür. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das so gut wie nie benutzt. Und wofür ich es benutzt habe, dafür gibt es einen DVD-Player oder eine Konsole. Also zum Film gucken. Ja, zum Zocken hat man heutzutage keine CDs mehr. Dafür gibt es einen Retro-PC oder ein externes Laufwerk. Alles kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, schwätzen wir nicht länger und machen uns ans Zusammenbauen. Los geht's! Thank you.
Ja, und wie ihr es jetzt sehen könnt, steht der auch schon an seinem fertigen, vorgesehenen Platz. Es sind ein paar Tage später, viele Tage später. Aber es steht alles. Das mit den Kabeln ist jetzt auch viel besser, weil da unten konnte ich die Steckdosenleiste verstecken und hinter dem Brett hängen die ganzen Kabel. Das ist echt ganz praktisch, außer das eine lange hier. Ja, da steht das gute Stück jetzt auf so einem schönen erhöhten Platz. Sonst würde das nämlich hinter dem Bildschirm stehen und, ja, und so rum an die Wand hängen ist ein bisschen schwierig. Ja, wir machen jetzt mal an. Konfiguriert habe ich ihn schon. So, hier könnt ihr sehen, schön mit Farbverlauf. Und auch hier drin seht ihr es das erste Mal so. Das ist auch gleich noch angepasst, der RAM. Das ist der einzige, der lädt erst, wenn Windows gestartet ist. Jo, jetzt hat alles fertig geladen. Und ihr seht das Ganze mal in Action. Ich zeige das gleich mal noch mit Rollladen unten. Ja. In der Mitte hatten wir ja die schöne Wasserkühlung mit dem Display. Da können wir hier in dieser tollen Software von NZXT alles einstellen. Da können wir hier einfach auf dieses Ding drauf gehen und dann kommen hier die ganzen Einstellungen, wie wo was angezeigt wird, wie das heißt und so weiter und so fort. Und hier kann ich auswählen, was da drin angezeigt wird. Kann ich auch ein GIF-Bild einfügen, also alles kein Problem. Hier oben haben wir die Lüfter vorne. Da können wir auch alles einzeln einstellen, welche LED welche Farbe hat oder hier verschiedene Verläufe. Genauso mit dem Strip, der oben drin ist und das komplette Gehäuse beleuchtet. Und die gleichen Sachen können wir hier drüben in dem Tool von G-Skill für den Arbeitsspeicher genauso machen. Hier das alles einzeln einstellen. Verschiedene Effekte und so weiter und so fort. Ja, so sieht das aus. So sieht das Ganze noch mal ein bisschen spektakulärer aus. Vorne habe ich so einen Farbverlauf von grün zu türkis eingestellt, genau wie beim Arbeitsspeicher auch und dem Display auch. Und die restliche Beleuchtung ist einfach weiß geblieben. Und so gibt das doch jetzt ein geschönes Samtbild, ein schönes Gesamtbild, Junge. Ja, also ich könnte das stundenlang, also unendlich lang angucken. Weiß nicht, ich finde das einfach schön, Gehäuse, wo man reingucken kann. Ja, so sieht jetzt das Gesamtbild aus. Tada! Wo ist der klein geworden? Früher war das so hoch wie der Tisch. Ja, und zu guter Letzt dürft ihr mich auch nochmal sehen. Ja, allerdings nicht mehr mit gemachten Haaren, sondern so ganz normal, weil wie gesagt, einige Tage später jetzt. Und ich sitze hier stolz auf meinem PC. Der ist toll, bis auf die alte Grafikkarte, die ein bisschen neuer sein könnte, ja. Naja, was will man machen? Besser die als gar keine, sonst wäre sie nämlich echt mies. Oh ja, hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu den Teilen oder so habt, versuche ich es für euch herauszufinden. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Würde mich freuen. Schaut mal in anderen Videos vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.